Deutlich vor Frankreich, aber nach immerhin 11 Monaten Wahlkampf wählt Österreich einen neuen Präsidenten in 2,5 Wochen am 4. Dezember, wenn es wahr ist. Und auch die FPÖ hofft für ihren Kandidaten Norbert Hofer auf Rückenwind durch den Trump-Erfolg. Hofer wird als Kandidat des Volkes inszeniert gegen die, Zitat, abgehobenen Systemvertreter eines gescheiterten Establishments, wie es sein Parteichef Strache formuliert. Aber Hofer selbst gibt sich deutlich zurückhaltender als noch im Frühling. Da war noch bei fast jedem Auftritt vom Entlassen der Regierung die Rede und im Fernsehstudio fiel der berühmt gewordene Satz: Sie werden sich noch wundern, was alles gehen wird. Wird ein halbes Jahr später ein Wahlsieg gehen? Ulla Kramer-Schmidt über Hofers zweiten Anlauf. Einsbird, hoffentlich. Es wurden tausende Kilometer zurückgelegt, es wurden Standpunkte ausgetauscht, es wurden Slogans immer wieder neu zugespitzt. Wie also soll das Wahlvolk nach einem Jahr Wahlkampf noch überrascht werden? Indem man es ins Wohnzimmer einlädt. Hausbesuch bei Hofers. Man erfährt auf OE24TV von Frau Hofer, dass Herr Hofer auf Lindgrün steht. Mein Mann ausgesucht. Dass Herrn Hofers Engagement im Haushalt nur in Spuren vorhanden ist. Zahnpasta zurückstellen. Was noch alles? Schaum weg von der Badewanne. Mhm. Ja, solche Sachen. Aber Kleinigkeiten. Und was Frau Hofer, bevor sie Frau Hofer wurde, gewählt hat. Hast du überhaupt gewählt schon mal vorher, bevor wir uns kennengelernt haben? Ja. Sehr gut. Ein taktisch nicht unkluger Schachzug, findet der Medientheoretiker. Das Konzertierte, das Geplante, das routinierte Privatleben vergleichen Sie es mit Obamas Darstellung, seiner Frau, seiner Kinder etc. etc. Vergleichen Sie es jetzt mit den Trumps. Das heißt also, wenn diese Person in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Privatheit nicht präzise abgegrenzt ist und wenn man sich diesem Bereich nicht widmet, gibt man ein Terrain der Mobilisierung, der Sympathie und ähnlicher Dinge durchaus einmal verloren. Überhaupt, sagt der Experte, sei der Wahlkampf des freiheitlichen Kandidaten sehr stimmig gewesen. Durch den Einsatz der sozialen Netzwerke habe die Kampagne Verbindungen zwischen Wählergruppen geschafft, die sonst nicht viel gemeinsam haben. Man weiß ja auch aus sozialen Medien sehr gut, was die Leute umtreibt, was sie bewegt. Das Interessante an den Botschaften des Wahlkampfs ist, wie ich schon erwähnt habe, dass sie sich im Prinzip auf jede Person, die unzufrieden ist, die sich in ihrer Lebensstrategie gekränkt fühlt, zurückgesetzt fühlt etc. etc. appelliert. Das heißt also, die Tatsache, ich für dich, also ich kann dir in deinem Kummer helfen, unreflektiert, oder ich kann nur dein Problem verstehen, Mittelstand, egal, Arbeitslose, was auch immer. Ne? Diese Anknüpfung findet sehr, sehr gut statt. Und nun, nach der Wahl des US-Populisten Donald Trump, wie ist Hofers Ausgangslage für den 4. Dezember? Norbert Hofer versucht, was auch die FPÖ für ihn tut, Mobilisierungseffekte durch aktuelle Ereignisse herbeizureden. Zuletzt durch die Wahl von Donald Trump, der auch gegen das Establishment angetreten ist. Allerdings hat die Sache einen Haken. Trump ist auch gegen die eigene Partei, die er als Gruppe verkommener Politiker bezeichnet hat, angetreten. Und diese Parallele will die FPÖ natürlich nicht haben. Bei Hofer wird jedenfalls schon überlegt, wie das Leben als First Couple angelegt werden soll. Wir werden eng zusammengeschweißt das machen, werden die Aufgaben gemeinsam bewältigen. Das wird eine interessante Zeit. Mit Tochter und Hund. Mit Tochter und Hund, genau. Jedenfalls weniger glamourös als bei Trumps.